So, okay, er ist schon weitergegangen. Den folgen wir einfach mal. Mir ist hier gar nicht gefallen, wie mit der Wache da drin. Oh Gott. Das ist gar nicht so gut, was ich gerade mache. Schwimmt die Wache mal bitte? Ja, okay, da kommt noch eine. Ja, das war jetzt klar, dass dann der Auftritt natürlich scheitert. Da muss ich mir gerade einen ganz anderen Weg, glaube ich, organisieren. Und zwar unten durchs Wasser, fürchte ich mal wieder. Die Frage ist nur, wie lange. Wahrscheinlich. Der ist irgendwo da oben. Da ist die Mosby. Okay, wo ist die lang? Wo ist der jetzt lang gegangen? Okay, ich glaube, die Stelle hier ist gar nicht mehr so lustig. Hier hoch? Ne. Das ist ja zu weit weg. Ich habe keine Ahnung, wo der lang geht, um ehrlich zu sein. Der geht da rum. Vielleicht kann ich ihn irgendwie hier einholen. Wenn ich hier außen rum gehe. Weil das auch komisch wäre. Dass es nicht weitergeht. Okay, shit. Ich bin ja irgendwo hier jetzt. Ja, ich bin hier und er wird hier rumgehen. Ja, ist hier irgendein Weg in der Kanalisation oder so? Nicht wirklich. Drück mal neu laden. Das könnte jetzt hier aber wirklich zum Problem werden. Der geht da hoch. Wer ist da? Die Wache ist die eine Sache, aber mir kommt ja noch eine andere entgegen. Okay, aber das Ding für mich ist gut. Ich hasse es, Dinge zu sehen, die ich nicht kenne. Es reicht. Hände hoch. Kommt heraus. Das ist noch ein Problem. Kann ich mich da irgendwo verstecken? Was ist das? Das ist halt super hell. Ich höre nichts. Überall. Ist da jemand? Dachte, ich hätte was gesehen. Hast du was gesehen? Kein Plan, ich das hier machen soll. Vielleicht. Wer ist der Abwehrschleicher? Im Namen des Gesetzes. Halt! Wie weit kommen wir hierher? Drehen wir wieder um? Wer ist da? Hallo? Ich kann nicht darüber oder so. Ich hasse es, Dinge zu sehen, die ich nicht kenne. Das ist gerade jetzt ein bisschen komische Situation. Vielleicht waren es Ratten. Dachte, ich hätte was gesehen. Dann scheitert die Mission wieder. Haben wir gelernt. Letzten großen Speicherstand laden. Naja, das ist mir zu lange her, muss ich gestehen. Wie mache ich das denn? Ich bin da vorne dummerweise sichtbar in dieser Ecke. Aus welchen Gründen auch immer. Hoffentlich. Dachte, ich hätte was gesehen. Ergib dich, Junge! Die stoßen leider mich ran. Ja. Weitere Ideen? Folgende. Ich gucke erstmal, wo der Land geht da oben. Weil wenn er nämlich hier drüben rüber liegt. Halt ich bitte links.
links lang geht, hätte ich noch eine Chance, ihm zu folgen. Nein, da natürlich nicht. Aber das Tor zu ist. Also nicht schnell genug, glaube ich. Wie soll das denn jetzt hier funktionieren? Da musst du ganz raus, musst du gestehen. War wohl nur der Wind. Ich habe halt hier keine Chance, mich vor den Wachen zu verstecken. Oder? Ah, hier. Das könnte die Stelle sein, die ich gesucht habe. Wie man das erkennen soll am Boden, dass es hier dunkel ist. Papierkram. Wenn ich den Kerl erwische, der die Grenzen nicht hatte, Berichte zu schreiben, wird es... Was haben wir gelernt? Speichern. Ach, da hätte ich sogar noch eine Speicherstelle gehabt. Vor zwei, drei Minuten. Dass ihm seine Mutter das Lesen beigebracht hat. Ja, sorry, hat ein bisschen länger gedauert, aber ich habe die Möglichkeit gefunden, glaube ich. Wo ist der Typ jetzt schon wieder hin? Ich bin hier durch, ey. Ist ja hier irgendwo lang gegangen. Aber wo lang? Ah, da vorne ist er. Okay, perfekt. So können wir ihm dann folgen. War jetzt gerade ein bisschen hektische erste 5 Minuten in der Folge, aber ließ sich gerade auch nicht wirklich vermeiden. Weil ich einfach den Weg von den Booten nicht auswendig kann. Ich sehe Edwins. Ich ertrage es nicht. Überall Dächer und Straßen. Die Luft ist erfüllt von Rauch und Gestank. Nirgendwo ist auch nur ein Fleckchen Gras. Ja, es ist definitiv ein Heide. Sehnt sich nach Gras und Bäumen und so. Gesegnet sei jeder Atemzug reiner Luft. Gelobt sei das Wasser. Bewahre unsere kleinen Geheimnisse und schenke uns einen weiteren Tag. Nichts. Nichts. In der Tat nichts, mein Freund. Wo sind wir mittlerweile? Aber ganz hier unten, im Südviertel der Stadt. War ich gleich bei meinem ersten Besuch gar nicht. Ich hoffe mal, dass die Wache, die jetzt hinterher mir gerade herkommt, nicht genau hier langläuft, wenn ich hier noch in die Ecke gucke. Damit ich einfach ein Stückchen vor ihr bleiben kann. Immer schön in der Dunkelheit bleiben hier außen. Und den Speicherplatz anhängen. Ich bin mal gespannt, wo der uns jetzt hinführen wird. Wir wissen ja, Mosby scheint tatsächlich der Heidenfreund oder die Heidenfreunde zu sein, für die wir sie gehalten haben. Aber dieser Bauer da vorne wird ja wohl nicht der endgültige Empfänger der Botschaft sein. Ist es sicher? Schwer zu sagen. Irgendwo ist man heute noch sicher. Das scheint ja auch eher so ein Mittelsmann zu sein. Niemand scheint in der Nähe zu sein. Das ist gut. Mal gucken, wo er uns hinführt. Ah, erstmal über den Marktplatz wieder. Und dann Mosby rennt da drüben rum. So mega unauffällig, wenn man hier irgendwelche verschwörerischen Botschaften sich übergeben hat, sich dann nochmal ganz zufällig in der Stadt zu treffen. Könnte eine ruhige Schicht werden. Jetzt gehen sie zusammen, oder? Auch interessant. Ich hasse es, Dinge zu sehen, die ich nicht kenne. Vielleicht waren es Ratten. Jetzt dunkle Ecke wieder. Hier gerade zum Speichern. Das ist schon wieder ein ganz anderes Pacing als die anderen Missionen davor. Jemand? Das ist halt richtig gut gemacht eigentlich. Scheint wieder alles friedlich zu sein.
Ist er bei ihr jetzt hier lang gegangen oder woanders? Scheiße. Ich glaube, die andere Richtung. Aber wo? Hier durch? Ich glaube, hier konnte ich beim letzten Mal nicht rein, als ich hier in der Stadt war. Hier vor mir noch. Ja, besser. Gerade noch so die Spur wiedergefunden von ihm. Das wäre schon knapp. Er muss jetzt irgendwann mal auch ankommen. Wir sind mittlerweile hier in dem Nordteil, fast in dem Friedhof. Das sind ja alles die übergebliebenen Anhänger von Konstantin aus dem ersten Teil. Siehst du ein Zahnrad so drehe? Und findest du einen Ofen, so schüre ihn. Meine Macht! Wind, trage mich hinfort! Oh, und die Mechanisten haben ihn fast gefunden. Oh, keine 10 Pferde bringen mich da rein. Ein Friedhof ist zu so später Stunde kein geeigneter Ort für die Lebenden. Vielleicht sollten wir umkehren und euch zuerst ein Rückgrat schmieden. Was sollen wir da drin? Das ist der einzige Ausgang und ihr habt den Kerl bereits verletzt. Wenn er nicht herauskommt, ist er mit Sicherheit bereits verblutet. Schon gut. Beruhigt euer furchtsames Herz. Wir warten hier. Hey. Was ist das? Okay. Der Gestank des Bösen wird euch verraten. Ey, mich habt ihr nicht gehört. Ihr habt irgendwas anderes gehört. Irgendein NPC, Leute. Also, der Mechanist hat ihm scheinbar hier aufgelauert. Ihn verletzt. Und der Bote ist auf den Friedhof geflüchtet. Das heißt, ich muss irgendwie in den Friedhof rein. Sie sagten, das sei der einzige Eingang. Das kann ich mir schwer vorstellen. Aber hier ist auf jeden Fall keiner. Ja, also ich muss irgendwie an denen vorbei auf jeden Fall. Jetzt sind die anderen beiden schon mal gegangen. Nur noch der eine ist da. Die patrouillieren hier zu zweit, okay. Die Frage ist jetzt, wo lang? Natürlich genau dahin, wo ich stehe, versteht sich. Ding, wenn man das so macht. Okay, also ich muss irgendwie da rein. Die Frage ist aber, ob ich vorher vielleicht einfach mal die 6 Spaziergänger bestehlen soll. Ich weiß eigentlich nicht, ob die Mission dann scheitert, wenn ich mich hiervon jetzt entferne. Ich probiere das gerade mal. Weil den Teil der Mission hätte ich gerne vorher abgeschlossen, bevor ich das andere mache. Einfach damit ich, wenn ich da drin einmal fertig bin, ich nochmal raus muss. Das heißt, wir suchen uns gerade erstmal Spaziergänger, die wir bestehlen können. Mal, ob wir hier irgendwelche finden. Irgendwas hat sich hier gerade bewegt, wo sie dann drauf reagiert haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zivilist war oder nicht, oder... Was genau die hier gehört haben. Das sieht hier schon irgendwie mega verdächtig aus. Scheint aber nichts zu sein. Ach doch. Okay, dann machen wir das mit den Spaziergängern in der Tat später. Ein Friedhof. Wie originell. Ja. Garrett hat schon was gesehen und erlebt. Eine Blutspur, die wir wahrscheinlich zu den Boten folgen können. Die Frage ist, ja, die werden mich sehen, wenn ich mich hier auffällig verhalte.
mich ein bisschen um. Das hier scheint ein Hämorrhoidengrab zu sein. Liegt ein Toter drin. Aber nicht der, den ich gesucht habe. Als wir auf diesem Friedhof waren, war der voll mit Geistern. Im ersten Teil. Ich frage mich, ob hier jetzt auch welche sind. Sieht aber nicht so aus. Oh, da ist ein Zombie. Steht der gleich auf? Kann gut passieren. Wo ist der Kerl? Verdammt! Ich schätze, hier gibt's noch einen zweiten Ausgang. Ich würde eigentlich gerne das Hamas da in seiner Luft. Das bleibt jetzt gerade den Zombie mal weg. Schnappen uns hier den Goldpott. Aua, aua, aua. Ist das Freiwasser, dass ich den töten kann? Leider nicht wirklich. Vielleicht können die Hämorrhoiden den für mich töten. Auf jeden Fall sollte ich erstmal meinen Heiltrank reinziehen, den ich mitbekomme. Okay, super. Also der ist auf jeden Fall nur hier hinter. Die Hämorrhoiden sind da vorne. Jetzt haben wir sich wieder hingelegt. Oder was macht er? Das ist viel. Er ist wieder in der Gruft drin. Okay, eine Tür. Machen wir mal die Tür zu. So. So, hier der zweite Ausgang dürfte hier in dieser Gruft drin sein. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Es wird Zeit zu verschwinden. Ein Portal. Ja, ich kann jetzt wahrscheinlich noch nicht verschwinden dadurch, weil... Ja, ich nämlich genau noch nicht die Taschendiebstähle erfüllt habe. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mehr laden. Ich muss mir noch die Spaziergänger suchen. Also erstmal sperren wir den Zombie an. So, ja, bevor ich weitermachen kann, muss ich nochmal in die Stadt zurück. Jetzt ist die Frage, ob auch die Wachen als Spaziergänger zählen oder nicht. Dann ist es nicht so schwer tatsächlich. Wenn es nur Zivilisten sind, habe ich da bisher nur, glaube ich, echt nur höchstens zwei von gesehen. Das könnte dann doch zur Herausforderung werden. Wir schauen mal. Erstmal speichere ich hier auf jeden Fall nochmal. So, und dann gucken wir einfach mal, wo wir Zivilisten finden, wir bestehlen können. Da ist eine Wache, die möchte ich ungern bestehlen. Also möchte ich eigentlich schon bestehlen, aber mich dabei nicht von ihr erwischen lassen. So hätte ich vielleicht doch etwas anders angehen sollen, weil das ist jetzt wirklich nur Fleißarbeit, die Zivilisten zu suchen. Und die eben dann zu bestehlen. Ist eine betrunkene Wache? Okay, einfach mal hier um. Das ist eventuell sogar was, was ich jetzt ausnahmsweise mal außerhalb der Aufnahme aktiv machen würde. Etwas, was ich eigentlich nicht mache. Sonst. Aber ich stelle mir ziemlich langweilig vor, wenn ich jetzt hier die nächsten 30 Minuten durch die Stadt irre.
auf der Suche nach Zivilisten, die ich beklauen kann. Deswegen machen wir hier mal alle Ende und sehen uns dann auf dem Friedhof wieder, wenn ich tatsächlich die Mission abschließen kann. Und dann auch mit dem geklauten Gold von den Zivilisten, den Spaziergängern. Bis dann.